Also meine Erfahrung in meinem Leben hat mir einfach bisher gebracht, dass ich mittlerweile Dinge angehe, die ich niemals für möglich gehalten habe. Und am Ende ist es aber immer eine gute Erfahrung. Also das ist schon mittlerweile ein bisschen meine Herangehensweise. Also wirklich, ja, also wirklich so grenzenlos denken. Das ist das, was ich versuche auf den Kursen zu vermitteln. Genau, dass auch jedes Keramiksystem die passenden Massen hat. Man muss sie nur verstehen. Also man muss, wichtig ist, dass man sein Keramiksystem zu Hause oder im Labor in der Schublade kennt und vor allem versteht, welche Massen sind an welcher Stelle anzuwenden. Dass sich die Natur, so wie sie sich zeigt, im Mund dann möglichst gut kopieren kann. Herzlich willkommen zu Dental Lab Inside, dem Zahntechnik-Podcast mit der Leidenschaft fürs Handwerk, mit Dan Krammer. Dan ist studierter Zahntechniker und langjähriger Fachjournalist. Seine Gäste sind Zahntechnikerinnen und Zahntechniker, die bei ihm erzählen, warum sie für ihren Beruf brennen, was sie inspiriert und was sie anders machen. Lasst euch anstecken. Hallo und herzlich willkommen zu Dental Lab Inside. Ich bin Dan Krammer und spreche in jeder Folge mit einer Zahntechnikerin oder einem Zahntechniker über deren Herausforderungen, mutige Entscheidungen und die Liebe zum Handwerk und Beruf. Heute darf ich Carola Wohlgenannt aus Dornbirn in Vorarlberg in Österreich begrüßen. Sie betreibt zusammen mit ihrem Mann und ihrer Schwägerin das Dentallabor Wohlgenannt Zahntechnik und hat sich durch zahlreiche Veröffentlichungen in Fachzeitschriften, aber auch durch ihre tollen Facebook-Posts einen Namen gemacht. Und obwohl man viel von ihr liest und sieht, tritt sie doch viel zu selten so richtig aus dem Schatten und in die Öffentlichkeit. Und auch ihre Stimme kennen nur wenige. Dieser Podcast ist also eine gute Gelegenheit, etwas mehr über Carola zu erfahren und der Grund, warum ich heute mit ihr spreche. Liebe Carola, ich duze dich jetzt einfach mal. Du erfährst viel Zuspruch in den sozialen Medien. Woran liegt das? Hallo Dan, schön, dass du mit mir reden möchtest. Natürlich. Ja, viel Zuspruch. Ich sehe das natürlich. Also ich freue mich darüber, dass die Sachen, die ich mache, also handwerklich und vielleicht auch ein bisschen fototechnisch und privat, dass die gut ankommen, weil ich die Sachen alle gerne mache. Also handwerklich natürlich vor allem. Also du meinst, das ist quasi einfach die Liebe und Leidenschaft und Authentizität, die da in den Sachen liegen, die du da postest, die dann auch entsprechend, dieses positive Feedback bekommen. Also deine Ehrlichkeit, wenn man so will. Also das wäre natürlich das größte Lob. Das ist immer mein Ziel. Ich mache natürlich niemand was vor und zeige mich so, wie ich bin. Und wenn das gut ankommt, dann ist das freut mich das wahnsinnig. Ja, das stimmt. Das ist also mal eine Frage, die man so grundsätzlich erörtern könnte. Warum macht man sowas? Ne? Warum postet man so Dinge? Warum gibt man so viel von sich preis? Also klar, bei uns Zahntechnikern ist es natürlich auch einfach, denke ich mal, auch ein bisschen Feedback zu bekommen für das, was man da macht und für das man so viel Herzblut und ja Liebe, in das man so viel Herzblut und Liebe reinsteckt. Kann man das schon so sehen? Ja, also bei mir, ich habe das eine Weile beobachtet und habe mich zuerst auch gar nicht getraut, irgendwas so zu zeigen von mir und habe aber zu der Zeit schon lange Zeit Kurse gegeben, also zahntechnische Kurse. Und dann dachte ich, wenn ich jetzt mal was zeige von mir und das gut ankommt oder das anderen gefällt, dann werden die Kurse weiterhin gut laufen. Und das war eigentlich auch so ein bisschen das Bestreben, also schon zu zeigen, was ich mache. Genau, damit. Aber auch ein bisschen Werbung zu machen. Quasi ja, so also schon, genau. Weil ja. Ich dachte, wenn es niemand sieht, dann, und ich war jetzt nicht diejenige, die angefangen hat mit viel Vorträgen, also überhaupt nicht sogar, das wollte ich gar nicht auf Bühnen stehen, sondern eben nur im direkten Kontakt mit den Kollegen im Workshop. Ja. Dachte ich, das ist eine Möglichkeit, um also weniger auf mich aufmerksam zu machen, also als Person sowieso gar nicht, aber um zu zeigen, und was ich handwerklich alles mache und was ich gerne vermitteln würde. Mhm. Ja, das sind sozusagen dann auch deine Visitenkarten, die dann so bei Facebook und Co. gestreut hast. Und das muss ich dir sagen, ist dir gelungen. Also das ist jedes Mal wirklich eine Freude, zahntechnische Arbeiten von dir zu sehen. Aber jetzt in letzter Zeit, muss ich persönlich zugeben, hat sich auch vermehrt eben andere Posts von dir so etabliert, eben diese wunderschönen diese wunderbaren Fotografien und auch so, ja, dann eben auch Bilder daraus, die so
habe ich so den Eindruck, auch dein Leben neben der Zahntechnik zeigen. Ne? Also ja. Ja, also das kommt wohl sicher auch daher, dass durch das letzte Jahr, das Corona-Jahr, ich sehr viel mehr Zeit hatte für so schöne Dinge. Wegen der fehlenden Workshops. Genau, ja genau. Also das letzte Jahr wäre wirklich richtig voll gewesen, was ich anfangs schade fand, dass interessante berufliche Projekte dann nicht stattfinden konnten. Aber mit der Zeit habe ich gemerkt, dass das natürlich sehr viel wert ist, wenn man mal ein Wochenende nach dem anderen einfach auch die Zeit hat, die Natur hier im schönen Vorarlberg zu nutzen und immer unterwegs zu sein. Das habe ich genossen. Das kam auch so rüber und das finde ich auch sehr sympathisch, weil es gibt ja Leute, die dann irgendwie wie so ein Loch fallen und sagen, oh Gott, was soll ich jetzt tun? Und das ist doch immer ganz schön zu sehen, wenn jemand dann auch echt Ausgleich parat hat und das dann auch entsprechend auslebt und ja, zu schätzen weiß. Ne? Ja, also es war tatsächlich beides bei mir. Und in der Mitte des Jahres habe ich dann, bin ich so zu mir gekommen und ja, habe das einfach geschätzt. Aber ich muss sagen, jetzt bin ich total froh, dass es wieder läuft. Also, dass die nächsten Kurse schon anstehen, dass Termine schon stehen und dass ich jetzt wieder raus darf und nette Kollegen treffen. Genau. Die Zeit des Müßiggangs und Wein trinken am Sonnenuntergang vorbei. Genau, also ja. Das habe ich genossen, aber es ist auch, also ich werde es weiterhin genießen, aber es ist schön, wenn das andere wieder läuft. Also wenn auch die schönen Dinge des Berufsalltags wieder laufen. Genau, das ist ja dann auch wieder so im Sinne der Belohnung. Ne? Irgendwann, ich vergleiche das zum Beispiel immer damit, ein Urlaub fühlt sich nur dann wirklich gut an, wenn man ihn sich quasi verdient hat, weil man da vorher hart gearbeitet hat. Ne? Ja, auf jeden Fall. Nur dann wird es zu einem Urlaub, wird es zu einer Insel. Ansonsten verschwimmt das alles irgendwann und man kann dann gar nicht mehr so richtig die Grenzen sind dann nicht mehr klar und man kann dann gar nicht mehr so richtig das Positive daran sehen, ne? An der Freizeit, an dem Vergnügen, das man natürlich, da also man braucht ja immer beide Pole. Ja. Und je aufregender das Leben ist, es macht dann auch viel mehr Spaß. Jetzt hast du es gesagt, ne? Ich habe es gehört. Schon? Ja, und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist vielleicht den einen oder anderen gleich so durch den Kopf geschossen, als sie so die ersten Töne von Carola gehört haben. Sie klingt gar nicht so richtig wie eine Vorarlbergerin, sondern eher wie eine Baden-Württembergerin. Das kann ich ganz klar so sagen, weil ich komme nämlich auch aus Baden-Württemberg, aber ich werde mich zügeln, nicht auch in Schwäbisch zu verfallen, weil mein Schwäbisch ist etwas, eingerostet. Willst du uns vielleicht kurz erzählen, was es damit auf sich hat? Wie kommt eine Schwäbin nach Österreich, nach Vorarlberg? Ich muss sagen, die Liebe und die Familie hat mich nach Vorarlberg gebracht. Also ich habe In Stuttgart bin ich aufgewachsen, was man immer noch hört. Es tut mir manchmal leid, aber ich kann es gar nicht ändern, so ist es. Dann bin ich nach Freiburg gegangen auf die Meisterschule und wieder zurück nach Stuttgart. Habe da meinen Mann kennengelernt, der Vorarlberger ist. Und nach den ersten zwei Wochenenden in Vorarlberg konnte ich mir das sofort ganz gut vorstellen, hier hinzuziehen. Und ich muss sagen, ich habe es bis jetzt noch nicht bereut. Das heißt, wir sprechen jetzt von welcher Zeit? Wie lange bist du jetzt in Vorarlberg? Ich bin jetzt 16 Jahre lebe ich in Vorarlberg. Ja. 16 Jahre. Mhm. Also bist du quasi jetzt schon Vorarlbergerin. Man hört es eben leider noch nicht. Nee. Man hält mich immer noch manchmal für eine Touristin hier. wobei natürlich alles so, was dann quasi eben aus dem Süden Deutschlands kommt, der ja schon auch, denke ich mal, also wird doch auch gut angenommen, oder? Also man wird doch so ein bisschen als Schwester gesehen, oder? Natürlich. Also erstens mal sind die Vorarlberger total offen und freundlich und aufgeschlossen. Und dann kommt mir mein schwäbischer Dialekt hier schon zugute. Also es sind einige Wörter, sind gleich und ähnlich. Und ja, der Slang und überhaupt das Alemannische hier in der Ecke überhaupt das verbindet. Also das stimmt, das Alemannische ist so eine kulturelle Verbindung. Ja. Das, genau. Ob das jetzt irgendwie bei manchen Lebensmitteln ist oder ja irgendwelche Brauchtümer, findet man da so Ähnlichkeiten. Ja. Die Gretchenfrage wäre jetzt, wie sagt man zum Wecken in Vorarlberg, also für die Nicht-Baden-Württemberger, zum Brötle. Zum Brötle, Wecken. Genau. Brötchen, Semmel, wie die Bayern sagen. Bayern, Wecken, sagen, hat man gesagt, wo ich herkomme. Ja,
sagen die Semmel, oder? Ein handgewürgter Semmel. Würde ich jetzt sagen. Aber das ist jetzt natürlich ganz schrecklich für all meine Vorarlberger Kollegen, die das jetzt hören. Die an dieser Stelle alle herzlich gegrüßt sind. Oder die jetzt einen Kopf schütteln, weil leider habe ich den Dialekt noch nicht verinnerlicht. Man hört's, es kommt manchmal durch, aber nein. Ja, aber da kommt was anderes durch, nämlich handgewirkt, gehe ich mal davon aus, heißt irgendwie handgefertigt. Handgefertigt. Ja, was ja auch wieder überlappt, genau. Die Region auszeichnet, dass die so eine ganz tolle Kombination haben, also so habe ich es wahrgenommen, aus Tradition, Handwerk, aber auch ganz viel Modernem. Und das ist, finde ich, eine ganz gute Überleitung wieder zu unserem eigentlichen, oder nicht zu unserem eigentlichen Thema, aber zu dem Thema, das hier ein bisschen wie der rote Faden sich durchspinnt, nämlich die Zahntechnik, Handwerk. Was würdest du diesbezüglich gerne besser können wollen? Handwerklich besser können wollte ich jetzt, also wirklich tatsächlich die ganze Fräsgeschichten und Computergeschichten. Es ist so, dass mich das nicht wirklich, es interessiert mich schon, aber wohl nicht genug, dass ich mich da jetzt so reinhänge und reinfuchs. Aber das geht mir nicht so leicht von der Hand. Und das ist durchaus was, wo ich mehr Zeit investieren sollte. Okay, aber das heißt, das habt ihr auch im Labor alles? Wir versuchen im Labor alles abzudecken und mein Mann macht die Computer- und gefrästen Sachen. Er scannt ein und macht die Gerichtgestaltung und ich habe dann die Freude, dies keramisch zu verblenden. Also, okay, klare Arbeitsteilung, aber genau. Du würdest gerne auch ein bisschen mehr in diesem, es ist witzig, dass du das sagst, weil eben, das ist ja immer so der Aufhänger für viele Streitsdiskussionen, also analog versus digital, Handwerk versus CAD/CAM. Du hast jetzt irgendwie, ohne mit der Wimper zu zucken, das eben auch eigentlich mit ins Handwerk aufgenommen, was ich sehr klug und auch sympathisch finde, weil meines Erachtens ist es einfach auch ein Teil unseres Berufs, unseres Handwerks, ja, nur eben mit anderen Mitteln. Oder wie siehst du das? Ja, das auf jeden Fall. Also ich bin schon eine starke Verfechterin von unserem Handwerk und ich möchte, dass das auf jeden Fall bestehen bleibt. Dafür kämpfe ich schon. Also ich versuche immer auch in den Kursen zu vermitteln, was wir handwerklich noch rausholen können, was man noch besser machen kann, um einfach die Individualität zu bewahren für den Patienten. Aber natürlich kann sich keiner mehr die Augen verschließen, dass das geht definitiv nicht mehr ohne. Und das ist was, wo ich jetzt wirklich nicht gern und auch, das ist keine Herzensangelegenheit. Ich möchte da nicht gern Zeit investieren, aber es geht einfach nicht mehr anders. Und deswegen habe ich jetzt gesagt, das ist was, wo ich einfach so über Nacht können möchte, aber ohne diesen mühseligen Weg, den zu viele gehen. und am besten eine Ronde und das Kopfkissen legen am nächsten Tag. Tada! So würde ich es nehmen, genau. das kann ich nachvollziehen. Das geht mir in diversen anderen Dingen genauso. Ja, es stimmt. Es ist nicht mehr wegzudiskutieren. Es ist auch wirklich leidig, darüber immer wieder zu diskutieren, weil es bringt einfach nichts. Es ist, wie es ist. Und dann muss man sich damit auseinandersetzen. Aber es ist ja auch schön, dass es ja Konstellationen, wie jetzt zum Beispiel bei euch gibt, dass du sagen kannst, ja, dann macht das mein Mann oder macht das irgendwie ein Mitarbeiter, der da richtig Bock drauf hat. Und ja, du hast eben Bock, das dann nachher zu veredeln. Genau, also da bin ich schon dafür, dass jeder die Sachen machen sollte, die einem gut liegen. Also das haben wir im Labor, den Weg gehen wir ganz gut, dass jeder in seinem Gebiet glänzen kann. Und also klar, das ist natürlich jetzt primär deine Bühne, nicht die deines Mannes, aber wenn ich noch fragen darf, war er dann schon immer so digital affin oder hat sich das so ergeben? Nein, er war schon immer so. Er war schon immer so. Also von dem her haben die Wege sich einfach so weitergeführt, fortgesetzt und verfestigt in unserem Fall. Jetzt muss man, oder ich glaube zu meinen, dass der Name Wohlgenannt und die Region ja nicht ganz unbekannt ist, auch im Bereich Dental. Kommt mir das nur so vor oder gibt es da irgendwelche alten Bezüge zu der dentalen Family? Da gibt es viele Bezüge, die dentale Family. Ja, also mein Schwiegervater, der Rudolf Wohlgenannt, ist schon lange in der Zahntechnik und hat in einigen Firmen gearbeitet, in der Firma Ivoclar ganz lang als Trainer und hat sich dann
selbstständig gemacht und die wunderbare Keramikkreation entwickelt, zusammen mit dem Willi Geller und dem Kleebot. Und war da so die treibende Kraft, was die Chemie angeht und das im Hintergrund arbeiten und tüfteln. Wow. Und genau, und das ist natürlich ein Vorbild. Wir haben das Labor übernommen von ihm und sind da in große Fußstapfen getreten. Wie suchst du Ausgleich zu deinem Arbeitsalltag, der ja sicherlich sehr ausfüllend und auch somit stressig ist? Fotografie zum Beispiel? Ja, also die Fotografie ist schon immer mein Hobby und verschmilzt jetzt natürlich auch mit der Arbeit. Ich mache ganz viele Bilder von Patientenaufnahmen und dokumentiere meine Arbeiten durch. Also die Fotografie gehört jetzt eigentlich schon so zum Arbeitsalltag mit dazu. Was ich ganz arg genieße und brauche als Ausgleich, ist auf jeden Fall den Sport in der Natur. Also das ist ein Muss, das brauche ich. Und am allerliebsten in den Bergen oder am See. Okay. Also das ist wirklich das, was ich genieße und auch brauche, körperlich natürlich, weil wir den ganzen Tag sitzen und von dem her gehe ich viel raus. Das ist mein Ausgleich. Sitzen ist das neue Rauchen, ne? Ja, das bietet sich natürlich bei dir an. Also das ist natürlich eine traumhafte Region, weil man ja, wie du gesagt hast, das Wasser, sprich den Bodensee vor der Nase hat. Dann die Berge im Rücken, je nachdem, wo man hinguckt. Ne? Aber was kann ich mir da genau vorstellen? Also Wandern oder was sind da deine Sportarten? Ja, also ich gehe sehr gern, also mit dem Mountainbike bin ich auch unterwegs, aber ich lieber zu Fuß und immer sportlich bergauf. Und wenn es geht, dann mit der Bahn wieder runter. Also das ist so der abendliche Ausgleich. Wir haben ja in Dornbirn den Karren hier ganz in der Nähe. Da ist man einfach in einer Stunde oben und kann dann noch was trinken und mit der Bahn wieder abfahren. Das ist wirklich ganz nah. Und ansonsten habe ich jetzt auch das Klettern oder der Klettersteig entdeckt. Das finde ich wahnsinnig spannend. Also das ist für mich so eine wahre Überwindung, weil ich immer Probleme mit der Höhe hatte. Aber das habe ich jetzt so von mir verlangt, dass ich das mal versuche und dass ich da dranbleibe und bin jetzt ganz happy, dass es beim ersten Mal ganz gut klappt hat und da werde ich dranbleiben. Also da möchte ich auf jeden Fall weiter klettern, auf Klettersteigen. Das ist crazy, dass du das sagst, weil das ich hätte gedacht, das Thema Höhe oder wenn man eben Höhenprobleme hat, das kriegt man irgendwie nicht so einfach raus. Ich spreche da aus Erfahrung, weil ich habe festgestellt, dass ich ab einer bestimmten Höhe wirklich so meine Schwierigkeiten habe. Also da zieht sich mir alles zusammen und habe mich aber dann auch mal zusammen mit meinem Bruder und meinem Schwager hinreißen lassen und zum Klettersteig gemacht. Ja. Und danach dachte ich bin geheilt, weil es war so ein unheimlich leichtes Wuhu-Gefühl. Okay. Unfassbar gut. Teilweise für mich Grenzerfahrung, was wir da gemacht haben, also über solche komischen Aluleitern da drüber gehen und eine senkrechte Wand runter. Und jedes Mal wieder fängt das von vorne an. Also ich habe das nie so richtig, ich habe das nicht abgestürzt. Es war auf jeden Fall nicht meine, meine Heilung. Ja, so. Da machst du mir ja Mut, Dan, muss ich sagen. Sorry. Ja, aber das ist. Ich habe jetzt meinen ersten Klettersteig hinter mir und es ging sehr gut und jetzt bin ich top motiviert. Okay, aber ich glaube, das ist es. Sowas fängt wirklich im Kopf an und wahrscheinlich war ich. Also nicht so richtig, bin ich dann nicht so richtig d'accord damit gegangen. Also ich habe das zwar dann gemacht, ja, man macht dann so Augen zu und durch und das, man ist da ja auch dann so in seinem Flow, aber ich glaube wirklich, das ist so eine Sache, wie man es im Kopf annimmt oder nicht. Also meine Erfahrung in meinem Leben hat mir einfach bisher gebracht, dass ich mittlerweile Dinge angehe, die ich niemals für möglich gehalten habe. Und einfach ins kalte Wasser springen. Und das kann man beruflich natürlich genauso sehen. Also ich höre was, finde es interessant, bin hoch auf begeistert und sage ja. Und danach denke ich mir, was machst du denn eigentlich? So wie dieser Podcast hier. Wahnsinnig, ja, so ähnlich. Ja. Und am Ende ist es aber immer eine gute Erfahrung. Also das ist schon mittlerweile ein bisschen meine Herangehensweise. Also wirklich so grenzenlos denken. Ja,
Weil das wird ja gerne in solchen Motivationsmanagement-Seminaren so ein bisschen überstrapaziert. Es gibt nichts, was du nicht kannst, ne? Und aber da ist schon was dran. Du musst es einfach probieren, ne? Ja, also definitiv. Man muss es einfach angehen, weil wenn du es nicht probiert hast und geschaut hast, wie sich das anfühlt, wie das geht, dann ist es immer ein virtuelles Konstrukt und du weißt es eben nicht, ne? Wie genau du damit umgehst. Und nachher kannst du immer noch sagen, nee, ist nicht meins, lass ich bleiben. Das zeigt sich aber meistens so, dass man doch mehr schaffen kann, als man denkt. Genau, das ist wirklich faszinierend. Aber also wenn du sagst, sportlich den Berg hoch, irgendwann liegt Schnee, dann wahrscheinlich sportlich den Berg runter, oder? Oder ja, wenn Schnee liegt, dann mit dem Tourenski. Genau, mit Tourenski? Ja, also wenn Schnee liegt. Oh, das stelle ich mir echt also heftig vor. Also das ist tatsächlich so schön hier, dass wir hier im Winter praktisch vom Haus aus mit den Tourenski auf den Berg können und dann, also alles, das sind dann so Sportarten, die können wir abends nach dem Labor machen. Mit den Skien hoch und mit der Stirnlampe wieder runter. Also ach, cool. das ist wirklich toll. Ich genieße es sehr. Ich habe es jetzt noch nicht gemacht, aber ich kann mir vorstellen, dass das ein unbändiges Gefühl von Freiheit irgendwie ist, ne? Weil du halt da deinen Weg dir bahnst im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Und vor allem alleine. Also alleine, die Ruhe. Genau, die Ruhe. Die frische Luft. Der Wahnsinn. Sternenhimmel. Sternenhimmel. Ja, nee, wirklich toll. Sowas echt genieße cool. Ich sehr. Mhm. Und zu Wasser, was geht da? Sub oder wie heißt das? Ja, Stand-up-Paddeln. Genau, das ist natürlich schon lang jetzt meine Leidenschaft. Ich muss sagen, ja, also das mache ich jetzt schon viereinhalb Jahre auf jeden Fall. Also die Liebe zum Bodensee habe ich schon lang, also auch schon von Stuttgart aus. Bin ich sehr gerne an Bodensee gefahren zum Entspannen. Also es ist immer ein Urlaubsgefühl, einfach am See zu sein. Und ich hätte immer gern ein Boot am See gehabt, ein Segelboot, aber irgendwann habe ich gemerkt, das ist nicht machbar. Also hier kriegt man einfach gar keine Stellplätze mehr. Ist alles voll am Bodensee, genau. Und somit ist dieses Stand-Up-Paddle meine Alternative. Also ich habe jetzt das Gefühl, ich habe ein Boot am See. Und ich kann jederzeit einfach aufs Wasser, wenn ich will. Das ist doch super. Das ist also, super, genau. Ja. Weil darauf kommt es eigentlich an, auf dieses auf dem Wasser sein. Ne? Und ja, auf jeden Fall. Ich fahre eine Viertelstunde an See und bin dann einfach abends mal kurz zum Sonnenuntergang oder auch morgens ist ganz arg schön. Also die Rennzeiten genieße ich sehr. Ja. Also wir müssen jetzt hier mal ganz kurz dazwischen werfen, dass wir hier nicht vom Tourismusverein Vorarlberg bezahlt werden, aber man bekommt richtig Lust irgendwie. Hoffentlich gibt es dann nachher nicht einen riesigen Run auf deine Region. Oh nein, 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 das sehe ich sowieso schon voll im Sommer. Ja, das stimmt. Deswegen aber das sind die Randzeiten, die sind spannend. Die Randzeiten, genau. Ja. Das ist auch genau das, wo sich dann eben Spreu vom Weizen trennt. Also ich bin ja selber, wenn man so will, ein halber Seemensch. Also ich komme aus Baden-Württemberg, das ja an den Bodensee angrenzt, zum großen Teil aus Sigmaringen. Das ist also wirklich nur an manchen Stellen eine Dreiviertelstunde vom See weg. Und das ist, da kann ich dich voll, also ja, bin ich voll bei dir. Das ist wirklich Urlaub auf die Schnelle. Also da kommt man in eine andere Welt. Aber was halt dann wirklich tatsächlich die Herausforderung ist, ist eben diese Zeit außerhalb dieser Touristenhochsaison. Weil viele jammern dann so ein bisschen, sagen, oh Gott, der See im Winter, dann muss man sich vorstellen, der ist dann schon sehr oft im Nebel gehüllt. Ne? Das ist dann schon eine ganz spezielle Zeit, ganz anders. Viele verfallen da so ein bisschen in, nicht unbedingt Depressionen, aber es ist eine sehr in sich gekehrte Phase des Sees, aber auch eine wunderschöne Zeit. Definitiv. Also im Winter ist es ganz schön, aber ganz man sollte dann immer ein Neopren anhaben, wenn man ins Wasser geht. Wenn man aufs Wasser geht, ja, unbedingt. Genau. Sehr frostig. Ach, cool. Okay, jetzt muss ich aber wieder hier zur Zahntechnik zurück, sorry. Ja, so schön dieser Urlaubsexkurs war. Liebe Carola, das ist hier so eine Standardfrage in meinem Podcast, aber ich finde es trotzdem immer spannend, wie die Leute darauf reagieren oder was sie antworten. Wenn du ein zahntechnisches Produkt auf eine einsame Insel, nicht im Bodensee, wohlgemerkt, mitnehmen würdest, welches wäre das dann und warum?
Ja, das ist natürlich eine spannende Frage, weil einsame Insel und Zahntechnik passt eigentlich gar nicht zusammen, würde ich mal so sagen. Stimmt, für wen macht man das da? Also, aber wenn ich jetzt nachdenke und eine Sache mitnehmen müsste, also da ich ästhetisch schöne Dinge liebe, würde ich, denke ich mal, meine Rosenquarz-Wasserschale vielleicht mitnehmen. Ah, sehr einfach clever. Was Hübsches, kann man Regenwasser sammeln zur Not oder was auch immer. Stimmt, nicht nur hübsch, sondern auch sehr klug. Ne? Sehr, das kann man, also ist es ein zahntechnisches Produkt, ja, wohlgemerkt, auch für die Zahntechnik, aber man kann es durchaus auch sehr praktisch zweckentfremden. Ja, ich habe jetzt ehrlich gesagt gedacht, auch aufgrund eines unserer letzten, nennt man das dann Dialoge bei Facebook, dass du deinen Trangia Sturmkocher mitnimmst, aber das ist ja nichts Zahntechnisches. Nein, der ist natürlich auf jeden Fall dabei. Der ist auf jeden Fall dabei. Das ist dann die Grundausstattung, genau. Ja, also für alle Nicht-Eingeweihten, das ist eines der tollsten, Survival oder Tramping Equipments, die man braucht, wenn man ja draußen sich ernähren möchte. Also das ist ein super, super Kocher. Also ein ganz einfach konstruiertes, aber ein hervorragendes Teil. Aber man könnte damit auch Wachs aufschmelzen. Und könnte man auch, natürlich. Ja. Ein heißes Wasserbad machen. Ja, richtig. Aber ich finde es ja schon toll, dass du den auch kennst, Dan, den Kocher. Okay. Weil der begleitet mich schon, ich darf es gar nicht sagen, in Jahren, gell? Eine Ewigkeit. Doch, das darf man sagen, weil das spricht nämlich wiederum für dieses Produkt, weil das ist einfach so gut, das muss nicht neu erfunden oder verbessert oder neu entwickelt werden, sondern das ist einfach für die Ewigkeit gemacht. Und ja, als ich diesen Post von dir da gesehen habe, da, das hatte ich auch, glaube ich, geschrieben, da kam alles zurück. Also ich meine, die Gerüche oder deine olfaktorischen Erinnerungen sind ja eh, finde ich, total stark. Und ich habe sofort diesen Geruch von diesem Spiritus in der Nase gehabt. Genau, der Geruch von Freiheit. Das ist genau der Geruch von Freiheit. Und eben alles, was damit verbunden ist. Abends am Bodensee, wild campen quasi, darf man das sagen. Freiheit pur. Da sitzt man da, liegt da unterm Sternenhimmel und der Trangia blubbert und man kocht sich noch schnell irgendwie einen Kaffee oder irgendwie sowas. Also genau. Dann. Wahnsinn. Genau so. Hat mich total gefreut. So läuft das Leben richtig. Okay, dann hätte ich noch eine Frage und zwar, was ist für dich gerade der absolut heißeste Scheiß in der Zahntechnik? Okay, also als erstes würde ich natürlich niemals so Worte in den Mund nehmen, gell? Musst du auch nicht, ich habe das für dich gemacht. Aber was ich total gigantisch finde, ist der beheizbare Mundspiegel. Das heißt, ein Mundspiegel, der beheizt ist und dadurch beim Fotografieren nicht beschlagen kann. Okay. Das ist wirklich ein tolles Teil und ich muss gestehen, ich habe ihn noch nicht selber, ich habe ihn noch nicht, aber es steht auf meiner Wunschliste ganz oben. Also, liebe Zuhörer aus der Dentalindustrie, wer jetzt nicht ganz auf den Kopf gefallen ist, wir blenden am Ende der Sendung ein, aber okay. Ja, wirklich, also das ist wirklich ein tolles Teil. Cool, habe ich jetzt noch nie gehört. Wie kann man sich das vorstellen? Ist da ein Föhn dran? Oder? Also ich kenne das ja, wenn man badet oder exzessiv duscht, dass dann mal der Spiegel beschlägt und dann bläst man das mit dem Haarföhn dann wieder genau, weg. Also so ähnlich schon. Da ist einfach ein Akku dran und der Spiegel wird dann aufgewärmt, also aufgeheizt, der wird warm. Und das Tolle daran ist natürlich auch noch, dass man die Spiegel austauschen kann in verschiedenen Größen. Und und durch den Akku ist es dann auch kabellos, dieser Spiegel. Und so kann man dann auf Knopfdruck den Spiegel erwärmen und Fotos machen. Perfekte Mundaufnahmen. Sonst muss man natürlich aufwendig vorher den Spiegel warm machen und abblasen und dem Patient sagen, bitte nur durch die Nase atmen und all die Dinge. Und das erleichtert es ungemein. Also ich habe das auf zwei Workshops, habe ich den gesehen und seitdem, wie gesagt, ist auf meiner Wunschliste ganz oben. Darf man da Schleichwerbung machen? Wer bietet sowas an? Ja, ich denke schon. Also bei Jacobi Dental habe ich den schon gesehen, ja. Okay. Mhm. Ja, es ist spannend, weil man muss sich wirklich mal vor Augen führen, ja, wir Zahntechniker und auch die Zahnärzte brüsten uns da mit diesen
wunderschönen Mundaufnahmen, aber was dann eigentlich da immer dahinter ist, bis so ein Bild entsteht, ne? Wie der Patient da teilweise auf dem Stuhl sitzt, ja, da nicht atmen, ja, dann ja. Die Wangenspreizer. Heieiei, das sieht dann ja, da wird nicht schon mehr viel so verlangt. Einfach aus. Mhm. Da wird viel verlangt, ja. Umso schöner, wenn man dann wirklich, wirklich tolle Bilder hinbekommt, die ja dann auch einen ganz wichtigen, auch einen, wenn man so will, Lehrcharakter haben, weil da kann man ja wirklich sehr viel draus lesen. Das ist, wird ja immer vergessen. Ja, es ist natürlich wichtig, auch wenn man jetzt schöne Zähne sieht bei einem Patienten, dass man die Natur auch fotografieren kann und so das weiter zeigen und weiter das Wissen vermitteln, wie man die Natur erreicht dann, also die ästhetisch, ja. Ästhetik in der Natur. Ja, auf den Kursen brauche ich das zwingend, aber wir haben auch Lehrlinge im Betrieb und da ist das immer wichtig. Bilder sind wichtig. Natürlich ja. Ist es sehr viel besser, wenn man die Patienten sehen kann, natürlich. Also die Patienten kommen auch zu uns ins Labor vielmal. Mhm. Und da dürfen dann auch alle schauen. Aber wenn man jetzt was Außergewöhnliches sieht und man kann das auf dem Foto festhalten und archivieren, das ist schon was wert. Mhm. Ja, genau, wie du so schön gesagt hast, auf dem Foto festhalten, archivieren, für die Nachwelt konservieren sozusagen in Form eines Bildes. Das ist, genau. Mhm. Das ist cool. Ja, also ich habe eigentlich auch sehr viel aus Bildern gelernt und ja, man muss natürlich Zähne dann, oder ja doch, man muss Zähne lesen können, damit du eben halt dann auch weißt, wie du das, was du da siehst, reproduzieren kannst, weil sonst ist es halt einfach auch nur, ja, ein Zahn. Ganz sicher, ja, man muss, wie du sagst, man muss es lesen können und auch vielleicht zeigen, auf was es ankommt und wie man das dann umsetzen kann, keramisch oder in Kunststoff. Das ist das, was ich versuche auf den Kursen zu vermitteln. Genau, dass auch jedes Keramiksystem die passenden Massen hat. Man muss sie nur verstehen. Also man muss, wichtig ist, dass man sein Keramiksystem zu Hause oder im Labor in der Schublade kennt und vor allem versteht, welche Massen sind an welcher Stelle anzuwenden. Dass ich die Natur, so wie sie sich zeigt, im Mund dann möglichst gut kopieren kann. Macht es denn überhaupt Sinn? War ja eine Zeit lang ganz in und ich habe den Eindruck, das kommt gerade wieder so ein bisschen zurück, diese Zahnschnittbilder sich zu verinnerlichen. Weil ich meine, auf der einen Seite, klar, bekommt man unheimlich tolle Einblicke in den Zahn und in den Aufbau eines Zahnes, aber letztendlich habe ich ja nicht die natürlichen Materialien zur Verfügung, um das dann zu reproduzieren. Ja, also man muss, das hilft sehr viel. Man muss verstehen, wie der Zahn aufgebaut ist. Dann muss man verstehen, wie die Massen aufgebaut sind. Also es fängt von der Opazität natürlich an und der Transluzenz. Und wie ich die dann einsetze, dass sich möglichst gut die Natur so widerspiegeln kann. Weil der Zahn, das ist ja kein plattes Bild, wo bemalt ist. Also das machen wird natürlich auch immer mehr, gell? Zähne bemalt, finde ich. Ja. Ja. Interessant. Am allerschönsten ist, wenn man den Zahn aus der Tiefe aufbauen kann, so wie er sich eben in der Natur bietet. Also wenn man jetzt quasi wieder dieses Beispiel hernimmt mit den Zahn oder Zahnbilder auswerten, lesen können und dann quasi diese ganzen Aspekte, die man da halt sieht, ja, dieser ganze subtile Aufbau, weil das ist ja wirklich Wahnsinn, was in so einem Zahn los ist, kann ich mir auch eigentlich nicht vorstellen, dass man das nur rein pseudo-dreidimensional durch Bemalen nachahmen kann, ne? Weil das ist ein mehrschichtiger Aufbau. Ja, sicher. Also die hohe Ästhetik kann man nicht so nachahmen, aber ich bin natürlich mittlerweile, also ich habe mich anfangs ganz lang gewehrt gegen das Bemalen, aber es hat die monolithischen Sachen haben ihre Berechtigung im Seitenzahnbereich ja. Und auch an anderen Stellen, auch wenn jetzt Patienten vielleicht nicht so gut bei Kasse sind. Also es hat wirklich, also wenn man von Patientensicht ausgeht, haben viele Materialien einfach eine Berechtigung, die auf dem Markt sind, muss man ja. Ganz klar so sagen. Und so ja. Versuche ich das dann auch rauszusuchen. Also ich schaue mir die Patienten an und die Wünsche, was möchte der Patient gern, was ist er bereit zu investieren. Und dann versuche ich das eben auf die beste Art dann und das Beste rauszuholen. Und wenn jetzt ein Patient sich gerade weiße Zähne wie Hollywood, ein Hollywood-Lächeln wünscht, dann muss ich nicht groß Schichten anfangen, tatsächlich. Also da gehe ich auch auf monolithisch und gepresst und bemalt. Mhm. Auch wenn die
dass die finanziellen Mittel weniger da sind. Das können sich ja auch nicht alle leisten. Also also ich versuche tatsächlich auf den Patienten und vor allem die Patientenwünsche zu beachten und darauf auf die Patienten einzugehen und dann für den Patienten das beste Material rauszusuchen. Mhm. So. Ja, ist ja schön, dass man das jetzt eben auch kann, ne? Dass man auf eine breite Range an Materialien, Möglichkeiten und wenn man so will, Kombinationsmöglichkeiten zurückgreifen kann, um eben auf die Individualität deines Patienten und auf dessen Wünsche und vielleicht aber auch auf die Situation einfach, ja, manchmal ist einfach nicht so genug Platz da für die Präparation etc. Genau, ganz eingehen genau. zu können. Ja. Platz ist ein Thema und auch, ob ein Patient jetzt ein Bruxierer ist oder nicht, ob er Abrasionen schon hat im Rechtszahngebiss und all die Sachen muss man mit einbeziehen, tatsächlich auch in die Materialauswahl. Ja, wunderbar. Also das ist, fand ich jetzt auch wieder ein sehr schöner, wenn man fast will, fast ein schönes Schlusswort von dir, weil es hat nämlich wunderbar die vielen Facetten der Carola Wohl genannt abgebildet. Ja, wirklich, weil da war alles dabei. Da war der interessante Mensch dabei. Ja, und auch die sehr gute Zahntechnikerin. Und das ist ja auch ein bisschen so mein Ansinnen hier bei diesem Podcast, das herauszuarbeiten. Und ich finde, das hast du, da hast du mich sehr gut dabei unterstützt. Ja, schön. Das freut mich sehr dann. Und also vielen Dank für die Möglichkeit überhaupt, ja, reden natürlich. Zu dürfen und zu Wort zu kommen. Ja, also nochmals vielen, vielen Dank und war mir wirklich eine Freude, mit dir zu sprechen, zu talken. Mir auch, Dan. Vielen Dank. Das war Dental Lab Insight mit Carola Wohl genannt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst eine Bewertung da und abonniert uns. Es gibt jeden Monat eine neue Folge, fast überall, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr Anmerkungen oder Fragen zu dieser Folge habt, dann schreibt uns. Ihr findet uns bei Instagram und Facebook oder schreibt uns an podcast@quintessenz.de. Alle Links und Adressen findet ihr auch in den Shownotes. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Das war Dental Lab Inside mit Dan Krammer, der Zahntechnik-Podcast mit der Leidenschaft fürs Handwerk. Ein Quintessenz-Podcast.